Nummer. Also, wir machen da genau, wo wir oft gehört haben, mit Mittelfeldpressing. Und da muss man ganz, ganz genau aufpassen. Wir haben immer wieder die Situationen, je nachdem, wie der Gegner aufgestellt ist. Man merkt es, spätestens nach 10 Minuten merkt man, wer ist gefährlicher, wo brennt, wo kann man Vorteile uns erarbeiten. So. Wenn die gegnerische Mannschaft im Spielaufbau ist, hat der Gegner immer die Zielzonen. Wenn das ein Ribéry ist, vom Fall von Bayern München, wenn das ein Robben ist, im Fall von Bayern München, dann richtet sich das Ziel, der Spielaufbau, sie ins Spiel zu setzen. Das war der Fall zum Beispiel gegen Böblingen. Aber so weit war man noch nicht. Deswegen Vormund schon auf die Kameraden auf das Rückspiel. So, das bedeutet, wenn sie aufbauen, wie das häufig über die Innenverteidiger passiert, dann ist unsere Priorität darauf gelegt, diesen Spielaufbau über die zwei Innenverteidiger hier irgendwo zu lenken. Was denkt ihr? Soll man, wenn man mit Ribéry und Robben hier spielt, soll man das Spiel nach außen lenken oder nach innen? Was denkt ihr? Damit Ribéry im Ballbesitz kommt, da ist er nicht mehr zu bremsen. Nach innen. Und das ist das, was wir uns ab jetzt sukzessiv erarbeiten müssen. Das bedeutet, wenn der Ball hier rauskommt, haben wir eindrucksweise gut gemacht am Donnerstag. Der Wild, komm hier. Lauf ihn leicht nach innen an. So, wenn das der Ümit ist oder der Quentin, der mag hier bewusst erstmal der Pass weg von hier zu und provoziert nur das Zuspiel hier. So, solange bewegt sich der Ball ferne Stürmer im Rücken und sichert ihn ab. Wenn man hier das Zuspiel nach außen provoziert haben, haben wir nur noch zwei Aufgaben. Mit dem Zuspiel hier macht er die oft Bewegung, komm hier, die lassen ihn kurz Platz und die Konstellation ist so. Der Ball nahe Stürmer macht das Rückspiel hier zu und passt auch auf, dass das Spiel hier über den Ballfern in Verteidiger nicht verlagert wird. Und wichtig, sehr, sehr, sehr wichtig, der Mittelfeldspieler macht das Zuspiel zu dem gefährlichen, der dribbelstarke Außenmittelfeldspieler zu und provoziert somit als einzige Station das Zuspiel hier. Die Abstände hier im Zentrum passen, der ist abgesichert, der kann sich noch fallen lassen und ihn gegebenenfalls absichern, aber der macht ihn nicht zu. Er lässt ihn Abstand, sodass er ihn mit dem Zuspiel anlaufen und stellen kann. Somit zwingen wir den Gegner, das Zuspiel hier zu machen. Und mit dem Zuspiel wird er angelaufen, gestellt. Das Rückpass hier wird abgeschnitten von der ballferne Stürmer. Und er wird hier von der ballnahe Stürmer, in dem Fall jetzt der ballnahe Stürmer, gedoppelt. Und das ist das Pressing, das was wir im Mittelfeld erzielen wollen. Mit der Doppel hier im Mittelfeld, der stellt ihn nur zu, er doppelt von vorne und erobert den Ball. Die Anschlussaktion nicht verlieren. Mit dem Ballgewinn stehen sie beide Innenverteidiger meistens noch breit, weil sie damit noch nicht rechnen. Die Anschlussaktion geht direkt in die Tiefe. Mit der Bewegung von der ballnahe Stürmer, dann geht meistens das direkte Zuspiel in die Tiefe mit dem entsprechenden Abschluss. So, das ist Mittelfeldpressing. Und da werden wir Trainingseinheiten entwickeln,
wie wir gegen Mannschaften spielen, die über Außen starke Außenspieler mitbringen. Na klar! Wenn wir Situationen haben, wo wir wissen, okay, der Spieler hier ist nicht technisch stark, dann lenken wir das Spiel nach außen. Wir machen unseren Spielaufbau, wir lenken ihn hier, wenn er hier kommt, kommt er hier, stell ihn zu, leicht zu, und er kommt hier und erlaubt hier das Zuspiel. Mit dem Zuspiel kommt er doppelt nach hinten, er rückt raus, er rückt raus, doppelt hier, verschieben, verschieben, verschieben. Hier haben wir Überzahl. Am Flügel wird hier gedoppelt, Ballgewinn hier. Von vorne, so. Jetzt, Frage an euch. Was ist vorteilhaft? Der Ballbesitz hier am Flügel oder der Ballbesitz hier im Zentrum? Abdullah? Im Zentrum, ist vorne näher. Genau. Im Zentrum, erstens, weil das Tor näher ist, zweitens, weil die Anschlussaktionen, wenn wir den Ball hier gewinnen, vielfältiger sind. Aber hier hat er fast keine Anspielstationen nach rechts. Und er ist am weitesten noch vom Tor. Und deswegen werden wir in der nächsten Trainingseinheiten so unseren Fokus lenken, dass wir immer häufiger im Mittelfeldpressing zum Ballgewinn kommen. Wir werden auch Lösungsmöglichkeiten, Ersatzlösungsmöglichkeiten auch entwickeln. Wenn der Ballgewinn hier nicht erfolgt, wie verhalten wir uns? So, und wenn wir das drauf haben, dürfen die Gegner noch kommen. Habt ihr Fragen dazu? So, dann machen wir, dass wir rausgehen und anständig spielen.